Hallo und willkommen zurück zu Star Fox Adventures für den GameCube gezockt auf der Wii. Ich bin der Recki und ich zeige euch gerade mal hier meinen Pause-Bildschirm. Ist euch aufgefallen, dass der Kopf jeweils, der hier ist, genau auf den Dinosaurier da hinten passt? Das war genau Zufall, dass ich das so beendet habe. Ich guck gerade, hä? Wieso sieht denn Peppy? Wieso steht der da? Guckt euch das mal an, ey. Nee, Peppy. So, Pepper. Pepper. Peppy. Das ist so geil. Und Slippy. Ja, Falco gibt's hier nicht, ne? Aber es ist ja auch eher der Einzelgänger, Draufgänger, wie auch immer. So, und wir können jetzt mit denen sprechen. Hallo Fremder, ich bin ein Thorntail. Bisher herrschte Frieden, doch Scales hetzte seine Armee von Sharpclaw auf uns. Sie sperrten die Earthwalker-Königin ein. Hoffentlich geht es ihr gut. Du solltest nun etwas über unsere Welt erfahren. Hier wachsen viele Bäume, deren Früchte wir Ananüsse nennen. Sie schmecken herrlich. Finde einen Weg, sie vom Baum zu holen, denn sie sind süß und äußerst nahrhaft. Sprich auch mit den anderen Thorntail. Sie können dir noch viel mehr erzählen. Okay, bevor es dunkel wird. Schnell mit dem Quatschen hier. Er guckt erstmal komisch. Hallo mein Freund. Du siehst auch diesen Kreis aus Steinen hier neben mir. Mit etwas Geschick könnte man sie hochstemmen. Du würdest dich wundern, was da alles herauskrabbelt, wenn man sie hoch genug stemmt. Ja, dann machen wir das mal. Können wir das? Stemmen. Verwende den Stab, um... Genau. Ganz oft abdrücken. Und abbrechen. Aber wir können keine mehr tragen. Hier sind auch noch ganz viele Viecher. Ach, guck mal, die sind wertvoller. Die rennen nämlich ganz schnell weg. Ja, ich behalte einfach den Infoscanner aktiv, weil ich habe ja eh keine Karte. Du lässt mich in Ruhe. Ich habe gesagt, du lässt mich in Ruhe. Der hat mich getroffen, ne? Habt ihr das gesehen? Geht ja gar nicht. So, komme ich da rein? Nö. Aber wir haben da... Da hinten irgendwo was gehabt. Magie-Lilie produziert Magie. Wow, Magie! Magic! Du hast einen Magiekristall aufgenommen. Es gibt unterschiedlich starke Kristalle. Sie füllen den Stab Magimeter auf. Schlage sie von der Pflanze und hebe sie auf. Hab ich. Yay, der Stab hat Magie. Kann ich jetzt da was mitmachen? Nö. Bei Y steht Fragezeichen, aber anscheinend heißt das nicht Fragezeichen, Fragezeichen im Sinne von, sag mir, was da ist, sondern Fragezeichen im Sinne von, da gibt's noch eine Funktion, die du noch nicht frei hast. So, Magie haben wir schon genug hier. Guck mal, es gibt rote, es gibt gelbe. Brennbüschelbaum. Okay. Komm, wir quatschen den noch schnell an, bevor der sich schlafen legt. Hier gibt es eigentlich nur diesen Baum zu sehen. Wenn du etwas wirklich Nützliches suchst, dann geh doch zum Bazar. Siehst du die Öffnung zwischen den zwei Fackeln? Da ist der Eingang. Steig einfach hinunter. Dort kannst du sicher sehr hilfreiche Items erwerben. Okay, was ist das? Das ist eine Lanzensprungplatte. Wähle diese Stabtechnik im Inventar an, wenn du vor der Platte stehst, um in die Luft zu gehen. Ja, kann ich nicht. Habe ich noch nicht frei. Was ist das denn da? Das ist eine Bombenbromelie. Versuche sie zum Explodieren zu bringen, damit sie ihre Sporen verteilt. Sammle die Bombensporen, denn sie sind äußerst hilfreich beim Einreißen riesiger Felswände. Leider produzieren sie selbst keine Sporen, wenn du sie einpflanzt und dann auf sie schießt. Ja, drauf schießen kann ich ja nicht. Ich kann nicht schießen. Oder kann ich schießen mit dem Stab, wenn ich das so mache? Nee, kann ich nicht. Aber es ist schon mal sehr cool, dass man, wenn man hier in die Richtung guckt und ich will jetzt hier, dann werde ich umgedreht. Na, also die Kamera guckt dann immer, wenn ich aus der Ego-Perspektive gucke, aus der Richtung, wo Fox hinguckt. Das ist irgendwo cool, aber irgendwie auch ungewohnt, weil es kein anderes Spiel so macht. Man sich jetzt so ans andere, eigentlich Unnormale, gewöhnt hat. So, wo können wir noch hier lang?
Da ist noch was. Geht's da rein? Nö. Produziert Magie. Ja, haben wir aber schon voll. Der Tag-Nacht-Wechsel ist aber ratzfatz hier, wa? Ist ja schon wieder Tag jetzt. Na gut, so muss ich zumindest nicht mit denen anquatschen. Kann ich den hier kaputt hauen? Nein, kann ich nicht. Aber da war noch was, wo der Stab uns hinführen will. Hier entlang zu Snowhorn-Tundra. Da soll ich rein. Aber da oben kann ich auch noch hin. Wir gehen erstmal dahin, wo wir hin sollen. Was ist hier? Zum Mondbergpass. Kommen wir wahrscheinlich eh an irgendeiner Stelle nicht mehr weiter. Wenn ich jetzt anders gehen würde. Stemmen. Zack. Wow. Wow. Was ist das? Eine geheime Höhle. Ich zück schon mal meinen Stab. Was ist das denn hier? Magie. Magie, Magie, Magie. Was soll ich machen? Ach, ich lerne hier bestimmt die Technik zum Schießen. Das sieht doch gut aus. Du hast dein erstes Stab-Upgrade erhalten. Das Inferis. Mit genügend Magie durch die Magiekristalle kann es zu viel eingesetzt werden. Bewege den Stick, um das Menü aufzurufen und wähle das Upgrade an. Drücke dann A, um es einzusetzen. Für einen schnellen Zugriff kannst du es auf Y legen. Ah, dafür ist das da. Das spart Zeit. Okay. Aber das sind die Upgrades. Und dann kann ich das da hinlegen. Okay. Und dann kann ich schießen. Und ich denke mal, ich soll dahin schießen. Jo. War genau richtig. Und erstmal gehen wir in den Baden. Yay. Wir haben ein Upgrade. Dann gehen wir wieder hier raus. So, wo will er jetzt uns jetzt hin haben? Sagt er uns noch nicht, ne? Kann ich denn hier auch... Ey! Den jetzt kaputt schießen? Nö. Aber das Fliegenviech hat uns angegriffen. Was soll denn das? Mampf, Mampf, Mampf. Nicht jetzt. Ja, dann lass mich doch einfach weitergehen. Aha, hier gibt es ja Magie. So, voll. Dann geht's jetzt hier hoch. Was auch immer da ist. Signalfeuer. Sollte brennen zur Beruhigung der Thorntail. Okay, es brennt. Das ist gut. Da ist, scheint auch noch was zu sein. Wir können auf jeden Fall jetzt auf die Pore schießen. So, und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich das einpflanzen dann? Erklären die mir jetzt bestimmt nochmal. Nochmal für Doofe. Eine Bombenspore mit hochexplosivem Potenzial. Pflanze sie ein und schau ihr beim Wachsen zu. Ja, und wo ist das andere jetzt hingefallen? Schon weg. Sehr schön. Dann gib mal her. Gib her, nicht ins Wasser fallen. Die gehen doch bestimmt kaputt jetzt. Im Wasser. Ach, ich weiß auch nicht. Ah, da können wir die reinstecken. Glaube ich, würde ich mal so sagen. Wieso kann ich das nicht machen? Oder muss ich die... Ach so, vielleicht auch direkt vor dem... Vor dem Dingen da. Nee. Kann ich nicht einpflanzen. Hm, komisch. Ey, lass mich in Ruhe. Ich muss echt sagen, das Kampfsystem ist ziemlich komisch. Ich glaube, das war der Mampfende. Der hat nichts zu sagen.
Will ich da runter in den Bazar? Ich glaube nicht. Was haben die mir denn zu sagen? Ich finde den Ursprung dieser Dinosaurierrufe. Es klingt, als sei die Königin in Not. Bestimmt kannst du irgendwo gebrauchen. Suche nach demselben Symbol, auf das du da geschossen hast. Ah, okay. Haben wir das noch irgendwo gesehen schon? Ja klar, da, ne? Ich will jetzt einfach relativ linear hier weiterkommen. Kann ich hier auf das fette Ding dann auch drauf schießen? Jo, Tatsache. Heftig. Is anybody there? Are you okay? My name is Fox McCloud, and you must be the Queen Earthwalker. No, Lorud, no, Kadu, way away. Moshe, Prince. Versteht kein Wort. Wie er guckt. Ice Mountain. Did you get that, Slippy? Ice Mountain. You've got to go to the Ice Mountain and rescue her son, the Prince Tricky. Nice name. Okay, lady, I'll bring your son back to you. Can you give me some directions? Mhm. Ah, da kann ich das Ding einpflanzen. Keo Warpstone. Kutso kutso jwuk feno. Ut sujot ue keo. You've got to talk to that big stone guy. She called him a warpstone. That's all I need to know. I'll be back soon, Queen. Don't you worry. Haven't you finished that translator yet? It's nearly ready, Fox. I just need a bit more time. Slip me out. Okay. Slippy here. Come back with. Hi, Fox. Check the detail readout, Fox. I think it might. Keep going. Ja, okay. General Pepper here. I'll display your current mission. Hm. Ach. Die Musik. Tomatenmann. Falls du das Video siehst, schöne Grüße. Dein Video von Krita war echt geil. Ich kannte das Lied nicht. Sehr schön, das Lied passt ja echt gut hier hin. Das ist das Sporenbeet einer Bombenspore. Pflanze die Spore ein und warte ab, was passiert. Also für alle anderen, ich verlinke das Krita-Video genau an der Stelle, wo ich es jetzt hier sage. Als Infokarte. Tagebuch einer Reise, nennt er das. Denkt sich Geschichten aus rund um Far Cry. Müsst ihr einfach sehen, ist richtig cool. So, und das explodiert, wenn man drauf schießt, ne? Und kommen dann wieder neue? Nee, ne? Okay. Aha, da ist noch was. Was ist das? Wieder was Neues. Dö-dö-dö-dö. Eine Energiezelle, der Treibstoff für den Arwing. Rob hatte ein paar Probleme, sie zur Oberfläche des Dinosaur-Planet zu schicken. Das bedeutet, sie sind überall verteilt. Du brauchst sie, um vom Planeten abzuheben und zu dem Erdbrocken im Orbit zu gelangen. Okay. Gut. Geld kann ich nicht mehr gebrauchen. Also, ich kann kein Geld gebrauchen, ich bin so reich. Kann ich da dran springen? Ja. Nein, ich kann kein Geld mehr gebrauchen, weil mein Portemonnaie voll ist schon. Och, du musst doch nicht einfach da runterspringen. Fox. Du bist doch sonst nicht so dumm. So, da hinten können wir jetzt hin. Wir können auch zum Bazar. Ich weiß noch nicht, ob wir das wollen. Dum, da dum, da dum, dum, da dum, dum. So. Ich weiß im Moment echt nicht, wo ich hin soll. Also ich weiß, wo ich hin kann und muss. Aber ich habe gerade noch nicht so die Lust, da wirklich hinzugehen. Weil da war doch auch was mit Eis-Dingens. Ist das nicht auch sowas?
Kann man hier nicht hoch? Oh, ich denke jetzt die ganze Zeit an Far Cry und an dein Video, Mensch. Okay, da kommt man nicht durch. Einfach abrutschen. Ey, der trifft mich jedes Mal zuerst. Okay, wahrscheinlich ich gehe jetzt einfach so, wie ich soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier dann irgendwie weiterkommt, wenn man anders geht, als man soll. Aber zum Bazar gehen wir nochmal. Hinabrutschen. Hinabrutschen. Ging nicht. Gut. Ab in den Bazar. Oh je. Welcome to my store. Feel free to look at the many wonderful items within these walls. I have food, special goods and many maps. And if you like to play games, then enter the Scarab Room. Yes. Oh, and that's the exit. Okay. Thanks. Now, if you find something that you like, then choose that item and we'll discuss a price. Is that clear? Well... Good. Now, hurry and choose something. Or get out. Ein großer Falscher. Eine Cheatmünze? Nee, will ich nicht. Ja. Der sieht aus wie der Bösewicht. Spezialitems. Eine Pesa-Tasche. Will ich haben. Tricky. Tricky's Ball. Hold that down. You don't have enough scarabs. Ich hab nicht genug Pesa. Ja, aber... Du kannst mir noch mehr geben, einfach. Was ist das hier nochmal? Okay, also das Einzige, was ich mir leisten kann, ist ernsthaft das hier. Was ist denn das für ein Ding? Was zum Essen? Steht nicht, was das ist. Okay. Dann gehen wir mal weiter rein, ne? Was ist hier? Karte vom Krasoa-Palast. Drachenfelskarte. Karten, Karten, Karten. Karten sind gut. Wir gucken aber erstmal noch den Bazar hier zu Ende an. Da haben wir Nahrungsmittel. Wie er gesagt hat. Oder ist das hier der Spezialraum? Bombenspore, Energiezelle. Puck-Puck-Eier, Puck-Puck-Ei, Ananüsse, Ananus. Okay. Ich hätte gerne eine größere Tasche. Ich dachte, ich könnte mir die vielleicht kaufen jetzt. So, gib mir die Energie, genau. Give me energy. So, und hier sind nur Karten, ne? Ja, Karten, 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 Karten. Irgendwie bin ich zu geizig, Geld auszugeben. Obwohl ich nichts anderes machen kann mit dem Geld. Mit meinen 10 Dingern. Und man findet ja überall was. Und 10 ist ja echt nicht viel. Aber ich denke mal, ich kaufe mir jetzt hier bei den Spezial-Items das Ding, was ich mir kaufen kann. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, ich probiere es mal einfach hier. No, that's too low. No, that's too low. No, I don't need business from cheapskates. Get out. You pay this much.
Also man hat wohl nicht genug, nicht unendlich. Okay, dann kaufen wir es für 10. Ja, wieso denn feilschen? Verstehe ich noch nicht ganz. So, was ist das jetzt? Es wird uns ja beschrieben. Gott sei Dank. Ein Granitpraliné. Ein köstlicher, süßer Steinbrocken, über den sich jemand mächtig freuen würde. Okay, zum Verschenken. Mhm. Zum Beispiel? Ja, sagt da nichts mehr. Tricky's Ball kann ich mir nicht leisten, weil ich brauche ja 15, aber ich habe nur 10 maximal. Das heißt, ich kann mir, wenn überhaupt, hier eine Karte kaufen. Oder aber raus. Achso, hier geht es in beide Richtungen nach zum Spiel. Was ist das denn? Ein Geheimnis! Okay, schon habe ich 10. Krass, ein Geheimnis. How about playing a little game? Nein. Möchte ich nicht. Choose how many scarf you wish to gamble. I will then throw them into this cave. And you have to collect them within my time limit. Okay. Ja, und dann? Kriege ich dann was? Ich kaufe mir dann in der nächsten Folge 2 Karten, jetzt wo ich wieder Geld habe. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Übrigens fällt mir gerade noch was ein hier. Kann ich nicht ein bisschen nach hinten? So? Das ist so lustig. Oh, so geht's nicht. Ja, das ist schon lustig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.